Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Weißt du das noch oder hast du aufgehört zu zählen? Ich habe aufgehört zu zählen. Zum Anfang war das so, dass du sagen konntest, ja, sie haben uns mal eingeladen und dann mal wieder nicht. Und die Dinge, zwei, drei Jahre. Und dann haben sie uns für ständig in die Ruhe. Das ist alles so furchtbar interessant. Ne? Oder ist dir das eigentlich alles vollkommen egal? Sprich. Wir plätschern ein bisschen. Mit wie vielen seid ihr denn da? Mit wie vielen Viechern? Vier Munis. Vier Munis haben wir mitgebracht. Und die wollen alle verseucht werden. Das heißt, die essen noch mehr als ich? Möglich. Das sieht fast schon so aus, als ob es das Größte wäre, ne? Na, der Allergrößte ist er noch nicht, aber hier ist er jetzt der Größte von den Vieren. Wie machen die denn die? Das legen die sich nachts hin, ja? Die legen sich nachts hin, aber wir haben sie abends immer noch mal in die Halle laufen lassen, damit sie sich so richtig schön im Sand wälzen können. Das ist halt ihr Lebensinhalt, ab und zu mal dreckig machen. Richtig, das ist Körperpflege. Aber ich habe immer gedacht, Pferde stehen nachts über. Mulis liegen, oder ist das der Unterschied? Oder? Nein, nein, nein. Auch Pferde legen sich hin. Wenn sie sich sicher fühlen, legen sie sich auch hin. Thank you.
das sind Maultiere. Ich hatte vorhin ja die Esel aus Frankreich gezeigt, die Poitons-Esel, die nur für die Maultierzucht gehalten werden. Und das sind, wenn wir so wollen, die Produkte. Sie kommen aus der Uckermark, aus Lüchen. Und es sind Produkte aus einer rheinisch-deutschen Kaltblutstute, also Stute immer ein Pferd, und einem Eselhengst. Maultiere verkörpern alle Vorteile von Esel und Pferd. Sie können deutlich mehr tragen als ein Esel. Sie haben kräftige, harte, etwas steil gestellte Hufe, sind also für trockene Böden, für felsige Böden durchaus geeignet. Sie sind resistent gegen Tropenkrankheiten, die die Pferdehaltung im Äquatorialbereich nicht möglich machen. Und sie sind sehr langlebig, durchaus 35 Jahre Nutzungszeit für diese Maultiere. Und sie sind oder haben auch einen unterdrückten Fluchtinstinkt, also sie scheuen nicht so schnell vor unbekannten Dingen wie die Pferde. Und auch dieses Gespann ist leistungsgeprüft, über viele, über 1000 Kilometer war es unterwegs im Treck. Aber auch in der Landwirtschaft werden sie eingesetzt. Sie werden eingesetzt vor dem Kremser in Lüchen auf dem Hof der Familie Rentsch und darüber hinaus auch zum Holzrücken im Wald, da wo bodenschonende Arbeit erforderlich ist. Herzlichen Dank an Gregel und Achim Rentsch. Aber auch wir wollen noch so ein klein bisschen werben, bevor wir euch rausschicken. Euer Applaus! Jahre feiern Lüchen und am 1. Juli gibt es in Lüchen einen großen Festumzug. Da seid ihr natürlich mit mehreren Gespannen wieder dabei. Und, hat das von bei den Möllerschen Eseln schon gesagt, das große Esel- und Muli-Treffen findet bei euch auf dem Hof statt, im schönen Lüchen in der Uckermark, und zwar am 19. und 20. August. Auch dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. Herzlichen Dank für die Präsentation der Mulis. Meine Familie Rentsch aus München.